In diesem Video möchten wir Ihnen eine Übersicht der Administration zur Verwaltung des PepperShop-Systems zeigen. Beginnen wir sogleich mit dem Dashboard. Das Dashboard ist die zentrale Anlaufstelle für Ihren Online-Shop. Hier sehen Sie die wichtigsten Daten der letzten Bestellungen und Verkäufe auf einen Blick. Dank den Verlinkungen gelangen Sie direkt in die gewünschten Details der Bestellung oder des Produktes. In der oberen Leiste auf der rechten Seite finden Sie einen Einkaufswagen. Mit Hilfe des Einkaufswagens wechseln Sie direkt in die Kundenansicht des PepperShop Online-Shops. Der Rettungsring zeigt Ihnen jeweils Hilfe zum aktuellen Seiteninhalt an. Auf der linken Seite befindet sich die Navigation der PepperShop-Administration mit sämtlichen Haupt- und Untermenüs. Sie können auch die Navigation via Suche durchsuchen oder die Navigation einklappen oder ausklappen. Sehen wir uns einmal die einzelnen Navigationspunkte genauer an. Im Hauptmenüpunkt Artikel können Sie Artikel erstellen sowie bearbeiten. Mit Hilfe der Artikelmassenmutationen kann man schnell und übersichtlich einzelne Aspekte der Artikel bearbeiten. Sie können auch hier die Einstellungen für das Lager verwalten. Der nächste Menüpunkt ist das Kategorienmanagement. Kategorien stehen im PepperShop für Container, denen Artikel zugewiesen werden. Ein Artikel kann gleichzeitig in mehreren Kategorien eingeteilt sein. Die Kategorien werden der Shopkundschaft in Form eines Baumes präsentiert. Der dritte Menüpunkt sind Kunden und Bestellungen. Hier sehen Sie sämtliche Bestellungen im Detail und können über Bestellstatus bestimmen. Außerdem zeigt es im Kundenmanagement sämtliche Daten zum Kunden an. In den Systemeinstellungen haben Sie die Möglichkeit, die Mehrwertsteuer zu definieren. Unter Lieferländer Versand können Sie für ausgewählte Ländergruppen die Versandkosten und Arteneinstellungen vornehmen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, mehrere Währungen und Sprachen zu aktivieren. Die Währungen werden auf Basis eines Umrechnungsfaktors berechnet. In den Layout-Einstellungen können Sie Ihr eigenes Design gestalten oder ein vordefiniertes Theme auswählen. Unter eigene Inhalte können Sie einfach und schnell statische Seiten gestalten und diese danach einem Menü zuordnen. Im Import-Export können Sie Daten mittels CSV importieren oder exportieren. Bei Module sehen Sie sämtliche Module, die Sie installiert haben und können diese aktivieren oder deaktivieren. Unter Marketing finden Sie sämtliche Marketingfunktionen wie zum Beispiel Newsletter, Affiliate, Gutscheine. In der Lasche Statistik können Sie detaillierte Auswertungen vornehmen. Sie können diverse Listen in Zusammenhang mit Bestellungen, Artikel, Umsätze ziehen. Danach gibt es nochmals ein Hilfe- und News-Center, wo Sie zahlreiche Hilfestellungen finden. Zu unterst ist die Lasche für das POS-Kassensystem. Hier gelangen Sie direkt in die Konfiguration der Kasse und können sich als Kassenbenutzer oder Benutzerin in der Webkasse anmelden.